Jo Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute, Freunde, wie besprochen, ja, ein bisschen mehr ins Thema Fashion rein. Nämlich gibt es heute ein Video dazu, wie ihr euren Kleiderschrank aufbauen könnt. Ja, einfach so ein kleiner Guide. Das Ganze ist natürlich auch ein bisschen subjektiv mit meiner Meinung, mit meinem Style verbunden. Trotzdem habe ich versucht, so gut wie möglich auf verschiedene Styles anzuwenden und vor allem auf euch anzuwenden, dass ihr da auch keine Probleme habt, mit eurem Style halt so zu machen. Und dann würde ich sagen, wenn euch so welche Videos gefallen, rund ums Thema Fashion, Unboxings, LPUs, dann abonniert gerne den Kanal, würde mir sehr weiterhelfen und ihr verpasst, wie gesagt, keine Videos. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt auch mit dem Video an. So, Freunde, fangen wir jetzt an. Ich habe mir hier auch ein paar Notizen gemacht, weil es halt schon ein etwas komplexeres Thema ist. Aber genau, kurz vorab natürlich nochmal die Frage, wieso sollte man sich Gedanken machen über seinen Kleiderschrank? Das Ganze hat ein paar Vorteile meiner Meinung nach. Einerseits ist dein Kleiderschrank gefüllt mit Pieces, worauf du immer Lust hast. Das heißt, du hast ausgewählte Pieces in deinem Kleiderschrank und ja, musst eigentlich immer so überlegen, welche Pieces du heute anziehst, weil du alle nice findest. Dann auch natürlich, wenn du es richtig machst, hast du auch länger was von den Pieces, kannst sie länger tragen, wenn es qualitativ hochwertige Materialien und so weiter sind. Und genau, was natürlich auch ein bisschen einhergeht, ist, dass du mit deinem Kleiderschrank so ein kleines Investment hast. Wer sich mit Fashion ein bisschen auskennt, weiß, dass Klamotten auf jeden Fall ein Investment sein können, auf länger oder kürzere Sicht. Auch ein wichtiger Punkt ist natürlich, dass sich dein Style mit der Zeit immer weiterentwickelt und du dann natürlich auch immer mehr dazulernst. Okay, Freunde, fangen wir jetzt mit Punkt Nummer 1 an, nämlich ja, so Fast Fashion ein bisschen als Sprungbrett in die Fashion-Szene. Das heißt, wenn du noch keine Erfahrung gemacht hast mit etwas teureren Pieces oder allgemein mit Style-Richtungen verschiedenen, dann würde ich dir empfehlen, zu Ketten wie Zara, H&M, die Ketten halt mal zu besuchen und dich auszutesten. Das heißt Materialien, zum Beispiel Cord, Jeans, Anzugsstoffe, einfach die mal ein bisschen ausprobieren, welche Stoffe dir gefallen, in welchen du dich wohlfühlst. Dann natürlich auch Schnitte. Willst du deinen Style eher so ein bisschen in die Oversize-Richtung gehen lassen oder vielleicht auch ein bisschen so Yves Saint Laurent-mäßig, so ein bisschen skinny und ja, alles so ein bisschen enger liegender haben. Das heißt, wir haben jetzt Stoffe, Schnitte und natürlich Nummer 3, Farben auswählen. Welche Farben an dir gut aussehen und welche nicht. Zum Beispiel jetzt als Weißer so ein hellgelbes T-Shirt anzuziehen. Kommt nicht immer so nice, da muss man aber einfach die Erfahrung machen und genau, irgendwann hat man da auch so ein bisschen ein Gefühl dafür, was an einem gut aussieht, was die Stoffe, Schnitte und Farben angeht und was halt nice aussieht. Genau die drei Aspekte bilden dann eigentlich so deinen Style. Aus den Farben, aus den Schnitten und aus den Materialien bildet sich dann sozusagen dein Style. Und mit der Zeit hast du natürlich auch ein Gefühl, welche Pieces an dir nice und welche nicht so nice aussehen. Da hast du einfach dann mit der Zeit immer weniger Fehlkäufe und du triffst sehr gute Auswahl über deine Pieces, die du kaufst. Nummer 2, Freunde, in Basics investieren. Da die Basics einfach an seinen Style anpassen, was auch natürlich die Schnitte angeht und die Pieces an sich. Zum Beispiel kann man jetzt sagen, okay, ich will jetzt eher ein schwarzes Oversize-T-Shirt, wie ich es jetzt hier anhab. Dann kann man da zum Beispiel eins kaufen, gerne auch für 20, 30 Euro. Man hat da länger was davon und ja, man hat auch mehr Spaß an einem schwarzen T-Shirt, als man denkt. Auch sehr wichtig. Und genau, da wählt man dann seine Pieces aus, seine Basic Pieces. Zum Beispiel hat man da bei den Hosen zum Beispiel einmal die Jeans, einmal eine Anzugshose oder Workwear-Hosen. Das geht da natürlich auch immer in die Style-Richtung mit rein, welche Basic Pieces man da kauft. Aber auf jeden Fall sollte man da einmal richtig kaufen, qualitativ hochwertige Pieces, wo man lange was damit hat und wo man auch Spaß drin hat und wo man sich wohlfühlt. Die Pieces werden dann die Basis von eurem Outfit sein, deswegen würde ich da auf gar keinen Fall sparen und ja, Tipp von mir. Auch eine Sache, die ich schon den ein oder anderen Monat mache, ist ganz einfach Seiten auf Instagram zu abonnieren, die halt Fashion Outfits reposten und ja, ich gucke mir die Outfits dann an. Speichere sie mir ab oder halt nicht und genau, somit habe ich dann in meine Inspiration so ein bisschen, guck mir an, welche Farben kombinieren miteinander, welche sehen sehr nice aus, zum Beispiel beige und grün kommt sehr nice und ja, dann markiere ich mir halt so einerseits Farbkombination, einerseits wie gesagt Schnitte
und auch Pieces an sich. Ja, wenn ich einen nice Schuh sehe, speichere ich mir den ab und ja, kaufe den mir vielleicht irgendwann mal. Aber dass man da irgendwie so eine Liste hat mit Pieces, Stoffen, Schnitten, allgemein ja, Fashion-Sachen, die man irgendwann mal haben will oder vielleicht die man auch ja, in seinen Style umwandeln kann und dann auf seine Art ja, anziehen kann. Man ist da natürlich nicht gezwungen, sich da nur auf Fashion zu beschränken. Da kann man sich natürlich auch an der Architektur oder so inspirieren, wenn es jetzt zum Beispiel ja, moderne, kahle Architektur ist oder so, dass man da vielleicht einen schlichten ja, Style fahren will mit zum Beispiel drei Farben, schwarz, weiß und grau. Da kann man sich überall Inspiration holen und das ist auch auf jeden Fall ein Tipp, wo man ja, seinen Style so nochmal richtig ja, personalisieren kann. Okay Freunde, bevor wir jetzt dazu kommen, wie ich das spezifisch ja, machen würde, gucken wir uns nochmal an, wie man Pieces am besten auswählen sollte. Die erste Frage, die man sich da stellt ist, ja, kauft man sich lieber Pieces von etablierten Marken oder kauft man sich auch ja, Pieces von Newcomer Brands? Da gibt es natürlich die ein oder anderen Vorteile. Bei den etablierten Marken wie Burberry, Saint Laurent oder auch zum Beispiel Nike und Adidas hat man halt den Vorteil, dass man das höchstwahrscheinlich mit ja, keinem Verlust oder sogar vielleicht auf weitere Sicht auch mit ein bisschen mehr Geld verkaufen kann und nicht auf dem Piece sitzen bleibt. Ein kleiner Vorteil ist natürlich, dass die Pieces nicht so exklusiv sind und man wahrscheinlich auch mehrere Leute mit den Pieces antreffen wird. Genau, was man halt bei den Newcomer Brands nicht hat. Da hat man halt den Nachteil, dass die, ja, dass die Pieces wahrscheinlich nicht unbedingt preisstabil sein werden, wenn es zum Beispiel um eine Instagram-Marke mit 5000 Followern geht. Da weiß man nie, werden die Pieces steigen, bleiben sie gleich oder fallen sogar vielleicht. Das kann man nie wissen und mit ein bisschen Pech hat man da vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 80 Euro für einen Pulli kaputt gemacht. Allgemein sollte man sich, bevor man ein Piece kauft, ja, Gedanken machen, könnte ich das Piece morgen oder halt ja in der nächsten Zeit mit wenig oder gar keinem Verlust verkaufen oder halt nicht. Ja? Und so mache ich auch zu 99% fest, welche Pieces ich mir kaufe und welche nicht. Das heißt, abgesehen von dem Basic Piece natürlich, gucke ich mir immer an, sind die Pieces wertstabil, kann ich die wiederverkaufen, sind die selten. Das sind halt so die Kriterien, die ich für ein Piece habe. Dann auch ein Fehler, den ich sehr häufig sehe, schränkt das Piece, was ich mir kaufen möchte, meinen restlichen Kleiderschrank ein. Das heißt, wenn ich nur mit Trackpants und Jordans rumlaufe, macht es nicht wirklich Sinn, mir irgendwie einen Mantel oder so zu kaufen. Man muss da immer ein bisschen gucken, dass das Piece mit 99% vom Kleiderschrank da ein bisschen harmoniert und man das mit allem anziehen kann. Wenn man da nur noch die Hälfte an Auswahl hat, dann macht es keinen Sinn, sich das Piece zu kaufen und man sollte vielleicht nach einem schlichteren Piece gucken oder nach einem Kleidungsstück, was seinem Style entspricht. Okay Freunde, lange Rede, kommen wir jetzt dazu, wie ich das Ganze angehen würde. Ich würde erstmal anfangen, wie gesagt, mir Basic Pieces zu kaufen und da, wie schon gesagt, nicht sparen. Ich würde da anfangen, in eine gute Jeans zu investieren, zum Beispiel eine Levi's 501, in eine nice Anzugshose, da gibt es viele, auch von Fast Fashion Marken. Dann vielleicht eine Workwear-Hose von Carhartt, dann eine schwarze Jeans. Einfach das ganze Spiel so weiterspielen, bis man vielleicht seine Basic-Hosen zusammen hat. Dann natürlich schwarze, weiße Hoodies und das Ganze auch mit den T-Shirts. Dann auch vielleicht eine nice Cap oder eine Mütze. Rüber zu den Schuhen würde ich mir ja, einen Daily Beater zulegen. Da hat man zum Beispiel einerseits einen Air Force One, ja, ein Blazer, ein Converse Chuck, dann wird es vielleicht auch ein bisschen teurer werden kann, ein Rick Owens, einfach so Daily Beater, schwarz-weiß, die man zu alles anziehen kann und auch die natürlich auch gemütlich sein sollten. Gerade für den Winter und Herbst würde ich dann gucken, dass ich mir eine hochwertige Jacke kaufe, die am besten schwarz sein sollte, dass die auf alles passt und genau, die habe ich dann 2-3 Jahre. Ja, wenn es eine hochwertige Winterjacke ist und das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, weil im Winter zu frieren macht echt keinen Bock. Genau, wenn ich das gemacht habe, würde ich langsam anfangen, ja, so Key Pieces zu holen, ein bisschen teure Pieces, Pieces, die ja, außerhalb der Komfortzone liegen, Pieces, die ja verrückte Farben, Schnitte, verrückte Stoffe haben, die man jetzt vielleicht noch nicht so angezogen hat. Vielleicht auch mal sich in eine andere Style-Richtung zu wagen, nicht nur in seiner Style-Richtung zu bleiben. Und das wäre so mit mein letzter Schritt. Und dann hätte ich meiner Meinung nach den perfekten Kleiderschrank. So Freunde, das zum Thema, wie ihr euren Kleiderschrank aufbauen könnt.
wie ihr lang was von eurem Kleiderschrank habt, wie ihr euren Kleiderschrank ein bisschen als Invest ja, so ein bisschen einrichten könnt und wie ihr euren Kleiderschrank immer mehr personalisieren könnt. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns am Samstag um 13 Uhr zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Peace.